Hallo, ich möchte Ihnen gerne was zeigen, womit ich mich die letzten Tage beschäftigt habe. Ich richte mir gerade oder ich richte uns allen gerade einen neuen Blog ein, rendertalk.de, wo es also vor allen Dingen darum geht, dass ich Ihnen aktuelle Informationen zum Thema 3D-Modeling, Rendern, CAD-Konstruktion, Photoshop und diesem ganzen Bereich zur Verfügung stellen kann, immer in Form von Videos oder hauptsächlich. Und ich möchte das Ganze ganz anders aufziehen als bisher. Das heißt, die Videos stehen im Vordergrund und sind viel leichter zugänglich. Es ist ein Blog. Ein Blog habe ich mit WordPress gemacht, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und Videos in WordPress einbinden läuft im Grunde so, dass man die also zunächst mal auf einer anderen Plattform hat, wie zum Beispiel YouTube oder Vimeo. Und da war wiederum die Frage, in welchem Format kommen Sie eigentlich dahin und wie schafft man es, dass die Qualität gut ist, auch bei Fullscreen-Darstellung und gleichzeitig die Dateigröße natürlich nicht so, dass man stundenlang beim Upload zubringt. Ja? Also das war eine Frage, die hat mich jetzt mehrere Tage lang umgetrieben, plus die Frage, wie sehen die Videos eigentlich aus? Das heißt, wie sieht der Vorspann und Abspann aus? Da kann man natürlich herrlich rumspielen. Wer schon mal meine Videos angeguckt hat, weiß, dass ich da schon verschiedene Sachen ausprobiert habe, die ich mittlerweile relativ kritisch sehe. Das heißt, ich mache das jetzt anders, das werden Sie gleich sehen. Und also das war auch noch so die Frage. Aber das entscheidende technische Problem war, wie, an welcher Stelle wird eigentlich das Videomaterial wie kodiert, damit es in einer ansprechenden Qualität und in einer möglichst kleinen Dateigröße hochgeladen werden kann. Denn es soll ja auch leicht angesehen werden können auf jedem Rechner, ganz egal, wie gut die Internetverbindung ist. Gut, es hat mir keine Ruhe gelassen, weil ich wollte es richtig machen. Und um herauszubekommen, wie man etwas richtig macht in einem Bereich, wo man sich nicht auskennt, da muss man also ein bisschen recherchieren. Ich bin dann fündig geworden und insofern ist das jetzt auch nicht auf meinen Mist gewachsen bei der Videoplattform Vimeo. Und in Vimeo gibt es einen Guidelines, PDF, wo also ganz genau draufsteht, an welcher Stelle welcher Videocodec verwendet werden muss, um ein HD-Video zu bekommen in der und der Qualität. Und das habe ich jetzt genauso gemacht und das wollte ich Ihnen zeigen, wie das funktioniert, das Ergebnis meiner ganzen Recherche. Hier sehen wir mal eine Vorschau in meinem macOS Finder von einem Film, den Sie vielleicht schon mal gesehen haben. Da geht es um den Linear Workflow im Cinema 4D 12. Und der hat nun vorne einen kleinen Vorspann, siehe da, so ein bisschen stummfilmmäßig das Ganze. Und hinten ein Abspann. Ja, so. Und das habe ich schon gesagt, auch da habe ich ordentlich rumgespielt, das finde ich jetzt ganz gut. Ich habe ein paar andere Sachen ausprobiert, die beim Kodieren hässlich wurden, beim Komprimieren. Und vor allen Dingen habe ich auch vorher überlegt, was kann man eigentlich aushalten, wenn man sich mehrere von meinen Filmen hintereinander anguckt. Da habe ich ja zum Teil ein paar sehr pompöse Intros gehabt und das sollte jetzt nicht mehr sein. Und insofern habe ich das jetzt ein bisschen kleiner gemacht. 6 Sekunden Vorspann, also netto, wo man nur den Vorspann sieht. 6 Sekunden Abspann und jeweils 1 Sekunde Überblendung mit dem Hauptfilm. Gut, und wie geht das jetzt? Dazu nimmt man ein Programm wie After Effects. After Effects ist ein Compositing-Programm. Ein Compositing-Programm heißt, Videomaterial, was schon da ist, kann ruhig mehrere Clips sein, aber es sollte schon irgendwie fertig sein, kann mit Tonspuren und Bildmaterial, also mit Standbildern gemischt werden und auch mit Texten und Effekten und allen möglichen Klimbim, also eigentlich wie Photoshop, wo man alles Mögliche übereinander stapeln kann und dadurch zu neuen Bildeffekten kommen kann. Und das Ganze eben auf einer Zeitleiste, das heißt, ich habe die Möglichkeit hier so mit so einem Zeitregler für jeden Frame, also für jedes Einzelbild, zu sagen, was ich da eigentlich gern hätte. Man kann Text verschieben, man kann Bilder verschieben, Filmmaterial zoomen, skalieren, was das Gleiche wäre, verschieben, drehen und so weiter. Man kann es ein- und ausblenden. Das Gleiche mit den Tonspuren im Prinzip. Also es ist eigentlich relativ einfach zu erlernen, muss ich sagen. Ich habe mich an der Tutorial-Plattform videocopilot.com bedient. Da habe ich mir also Videos angeguckt und konnte das Programm relativ schnell benutzen, weil natürlich die grundsätzliche Funktion, wie etwas übereinander aussieht, auf Ebenen ganz ähnlich ist wie das, was man in Photoshop kennt. Und dann ist dann nur noch die Frage, wie sich das jeweils in den Einzelspuren über die Zeit ändert. Also man kriegt es relativ schnell in den Griff.
Zumindest wenn es so einfach ist, ja. Ich habe ja jetzt nichts Tolles hier gemacht. Also, muss ich dazu sagen, in aller Bescheidenheit. Also, ich habe wirklich nur was ganz Einfaches gemacht. Okay. Ich höre jetzt mal kurz auf, wie es weitergeht in After Effects. Ein ganz kurzer Überblick zeige ich Ihnen in einem zweiten Film. Ich darf die Höchstdauer von 15 Minuten nicht überschreiten. Das ist mir eben aus Versehen passiert. YouTube verlangt ja, dass man unter 15 Minuten bleibt. Also, bis gleich.